Hallöchen und willkommen zum achten Aufgebraucht-Video für dieses Jahr. Die Kiste ist wieder rappelvoll. Ja, ich habe vorhin gerade ein Haul für euch gedreht und deswegen sind hier halt auch noch Produkte, die noch mit auf dem Tisch halt stehen. Deswegen kann es sein, dass hier ein bisschen Krach herkommt. So, also dann fangen wir mal an mit einer Kerze und zwar die hier. Ist nicht gut abgebrannt, da ist noch ordentlich was übrig. Die kommt von Action, heißt Fresh Cotton Aromatic. Ich habe euch die Verpackung quasi aufgehoben. Ich habe davon zwei gekauft. Eine war für mich, die andere steht noch da oben, die wird dann bald verschenkt. Für 1,58 hat die super gut im Raum gerochen und vielleicht habe ich sie auch einfach irgendwann mal zu früh ausgemacht oder wie auch immer, weswegen sie halt nicht so gut abgebrannt ist. Würde ich sie mir nachkaufen? In der Sorte nicht, weil ich finde einfach, die da so riecht wie so ein Männerparfüm, die habe ich ja halt auch stehen, die ist noch so ein bisschen intensiver für den Raum. Also ich mag das einfach mehr. Und deswegen würde ich mir jetzt die Sorte nicht unbedingt nachkaufen, aber sie war gut. So, genau. Dann kommst du da hin. Dann habe ich, oder ist leer gegangen, ja, von Glade, Touch and Fresh Essential Sandalwood and Jasmine. Ich habe die Verpackung auch hier aufgehoben, weil auf diesen Ampullen, die da so drin, ne, so sehen die aus, da steht nie drauf, welche Sorte das ist. Und da ich mir das natürlich auch alles nicht merken kann, was hier so in meiner Wohnung halt rumoxidiert, habe ich dann einfach die Verpackung für euch aufgehoben. Genau, ich muss es mir wieder nachkaufen, habe ich jetzt aber vergessen immer im Haul, das zu tun, also weder bei DM noch bei Rossmann, aber das macht nichts, dann kann man das immer nochmal nachbestellen oder nachkaufen, ja. Finde ich sehr gut und leer gegangen. Genau, das wollte ich sagen. So, haben wir sonst noch irgendwas, was nicht Beauty-Zeug ist? Nein, haben wir nicht. Wattepads von Duchess oder Duchess, je nachdem, wie ihr das aussprechen möchtet. Die kommen von Müller. Hatte ich von Sabrina bekommen. Die sind so viereckig. Ich hatte von ihr schon mal welche bekommen, die auch viereckig waren. Und die waren von Sephora und die waren auch mega, mega gut. Und dann hat sie mir irgendwann die nochmal ins Paket gepackt. Fand ich sehr gut. Falls ich tatsächlich nächstes Jahr an diesen Möhnesee fahre, sieht stark danach aus, und ich die Option habe, in einen Müller zu gehen, ja, werde ich mich ein bisschen eindecken mit ein paar Müller-Produkten. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mit einem Koffer quasi hinfahre, wo meine ganzen Klamotten drin sind, weil werden halt wieder ein paar Tage sein, wo ich dahin fahre, und ob ich dann noch eine Reisetasche mitnehme oder so ein Weekender, wo halt der gar nichts drin ist, also der leer ist, und dann den Müller stürme. Ich überlege noch. Also würde ich mir auf jeden Fall dort noch mal kaufen, weil ich die sehr, sehr, sehr gut fand. Die haben auch nicht gefusselt oder so. Richtig, richtig gut. Ja. Die waren auch schön von Cardia Vera, die 3-in-1 Reinigungstücher in Ananas. Richtig tolles Design, sah richtig gut aus. Habe ich nicht mehr. War ja mein letztes Backup. Wer mein Haul gesehen hat, oder ihr seht den noch? Nein, ihr seht erst den Haul und dann das Aufgebraucht-Video. Da habe ich mir jetzt welche von Isana halt gekauft. Die sind auch voll drollig vom Design her, aber das war so richtig schön sommerlich mit diesem Ananasduft. Richtig, richtig gut. Ja, genau. So, dann machen wir mal weiter mit den Haarsachen. Ja. Ich war mit Jens vor ein paar Wochen beim Wochenendhaus und habe da gesehen, dass ich noch einen Trockenshampoo stehen hatte von der Firma Collab. Das hatte ich irgendwann mal von dir, Sarah, mit diesen Unicorns. Ist okay, aber ich mag das von Batiste tatsächlich lieber als das von Collab. Ja, würde ich mir also demzufolge so nicht nachkaufen. Genau. So, dann haben wir hier noch Haare. Ich habe noch so einen kleinen Conditioner leer gemacht. Von Schwarzkopf, der war mal bei einer Haarfarbe dabei, da habe ich jetzt leer gemacht. Da waren 22,5 Milliliter drin, also hat richtig lange gereicht. 3, 4 Anwendungen auf jeden Fall, weil ganz so lang sind meine Haare nicht. Uli war vor ein paar Tagen da, ein paar Wochen, und wir haben nochmal Haare ein bisschen gekürzt. Und da sie nicht mehr ganz so lang sind, brauche ich auch nicht so viel davon. Ich mochte die Pflegewirkung, ich mochte den Geruch. Ja, wenn das nochmal bei einer Haarfarbe dabei ist, dann freue ich mich und... Genau. So, und dann haben wir noch was für die Haare. Und zwar noch ein Haarkur von Pantene Pro-V. Die Grow Strong mit Biotin und Bambus. Keratin
Construct Haarmaske, ja. Kann man das komplett mal entweder nur in Englisch oder nur Deutsch schreiben? Ja. Egal, auf jeden Fall, die roch gut, wie so ein bisschen Friseurprodukt, hat meine Haare schön gepflegt. Aber dieser Friseurduft war mir tatsächlich schon ein bisschen zu fruchtig. Also irgendwas Fruchtiges war dabei und das war halt so der Grund, warum ich es mir nicht jetzt nochmal nachkaufen würde. Also wie gesagt, Pflegewirkung war gut, aber ich bin halt kein Fruchtkorbmädchen. Ne? Also so Ananas- und Zitrusdüfte geht noch, weil das nicht ganz so babsüß ist. Aber wenn das nach, weiß ich nicht, Kirsche mit Himbeer gepaart mit Blaubeer riecht, nee, also da bin ich raus. Und dann noch ein Schuss Mango rein, nee. Also da bin ich echt raus. Für Cindy, glaube ich, wäre es eine total gute Kombi. Aber für mich ist das nichts. Ja, auf jeden Fall leer gemacht, würde ich mir jetzt also nicht unbedingt nachkaufen. So, und dann habe ich dieses Shampoo noch leer gemacht von Garnier Fructis mit Goji-Beere, Farbpower. Auch hier haben sie, ne, das Design ist geändert worden, alles gut und schön, aber die haben auch hier irgendwie den Duft verändert. Das war so fruchtig, dass ich das einfach für meine Haare nicht mag. Pflegewirkung und dass das so ein bisschen das Rot ein bisschen mehr zu glänzen gebracht hat, gar keine Frage, aber der Duft, nein, das war nicht meins. Ich habe jetzt noch die Spülung davon. Da quäle ich mich gerade noch durch, da ist aber nicht mehr viel drin. Ich würde es mir aber nicht nachkaufen. Nein. Ich habe es auch, glaube ich, damals geschenkt bekommen von Silke oder so. Ne? Also an sich Sinn und Zweck erfüllt, aber ich bin halt kein Fruchtkorbmädchen. Absolut nicht. So, dann machen wir mal weiter mit Zahnzeugs. Einmal die Colgate Max White Sparkle Diamonds in Spearmint leer gemacht. Die war sehr gut, würde ich mir auf jeden Fall auch wieder nachkaufen. Und dann die Elmex Sensitive. Eine gute Zahnpasta, wirklich, wirklich gut, aber ich mag leider den Geschmack nicht. Da ist Anis oder sowas drin und das war einfach nur bäh und das ist nicht meins und will ich nicht. Und deswegen für mich kein Nachkaufprodukt. Ja. Altera Naturkosmetik Mundspülung zweimal täglich mit Biominze. Ich war heute bei DM. Habt ihr im Haul gesehen, dass ich bei DM war. Und ich habe nach meiner Alverde-Mundspülung mit Nana-Minze geguckt. Das Ding hatte eine neue Verpackung bekommen, weil es jetzt so einen CO2-Fußabdruck-Dingsbums da bekommen hat. Und da ist jetzt Melisse drin. Und ich weiß nicht, wie der Quatsch schmeckt. Und habe sie heute einfach nicht mitgenommen, habe sie stehen lassen. Das heißt, wenn ich jetzt das nächste Mal zu Rossmann gehe, dann werde ich die mitnehmen. Und ich hoffe für Rossmann, dass die das nicht ändern. Ja. Oder dass er werde dann nochmal irgendwann die alte zurückbringt. Das wäre echt gut. Ja. Oder ich gucke nochmal online, ob ich sie dort bekomme. Aber im Laden hatten sie heute irgendwas nur mit Melisse. Und ich bin nicht so der Melissenfreund. Ja, genau. Aber die Mundspülung finde ich super. Und würde ich mir immer wieder nachkaufen. Also die kostet 2,95, glaube ich, für 450 Milliliter. Ja, veganes Produkt. Mag ich sehr. So, dann hätten wir das mit den Zähnen auch fertig. Gesichtswasser. Habe ich umgefüllt. Feuchtigkeitsspendendes Gesichtswasser von Balea. 200 Milliliter veganes Produkt. Habe ich auch schon wieder nachgekauft, weil ich das sehr, sehr liebe. Dann leer gegangen von Garnier Skin Active Micellenreinigungswasser All-in-One, speziell für empfindliche Haut und Augen. Ja, kein Fetten, kein Abspülen und richtig, richtig gut. Ich wechsle da immer zwischen dem blauen und dem goldfarbenen. Ne? Benutze ich als Augen-Make-up-Entferner, reiner Augen-Make-up-Entferner. Funktioniert bei mir super, es brennt nicht. Ich weiß, dass ganz viele Mädels das nicht vertragen und dass es brennt bei denen, aber hier nee, absolut nicht. Ja, das andere habe ich jetzt wie gesagt angefangen. Da ist erst so viel raus. Also wenn dann die Hälfte ist, dann kaufe ich mir mal wieder eins nach. Würde aber auch ganz gerne nochmal den von Rossmann mir irgendwann anschauen, den Augen-Make-up-Entferner, wie der so ist. Ansonsten würde ich zu dem wieder zurückgehen, weil ich den echt gut finde. Ja, jetzt habe ich hier schon fast keinen Platz mehr. Mal so. Dann habe ich so ein Wasserspray leer gemacht von Isana. Hydro-Wasserspray für Gesicht und Körper. Ich habe das benutzt, bevor ich mein Make-up aufgetragen habe, beziehungsweise Sabrina hatte mir den Tipp gegeben, das doch zu machen, bevor ich eine Tuchmaske auftrage, um das Gesicht so ein bisschen anzufeuchten. Das war sehr, sehr angenehm.
Ja, ich habe jetzt noch irgendwo eins von Eucerin, glaube ich, stehen. Und dann habe ich erstmal kein Wasserspray. Hier steht auch zum Make-up-Fixierung geeignet. Ich habe das aber dafür nicht benutzt. Würde ich mir durchaus nochmal von Isana kaufen. Ich glaube, Balea hat auch welche. Ja, ist nett. Ist nett. Genau. So, stellen wir da hin. Bleib stehen, Orchidee. Bleib stehen. Garnier. Protection 5 Haut und Kleidung habe ich auch mir wieder nachgekauft. Ich habe sie beide leer gemacht. Finde ich extrem gut, hält extrem lange. Ist ein blumiger Duft, aber auch ein frischer Duft, aber nicht aufdringlich und schützt und finde ich gut. Und ja, also das mit dem Grünen von Rexona, das sind meine absoluten Lieblingsprodukte. Ja. Und wenn das im Angebot ist, kosten die 1,25, 1,15, also wirklich recht günstig. Und dafür aber gut. Ja, dann habe ich noch ein Parfüm aufgebraucht von Larif, das Queen of Life. Das habe ich schon mal leer gemacht in einer kleineren Variante. Jetzt habe ich die große Variante. Das ist ja das Dupe zu dem La Vie Belle. Würde ich mir auf jeden Fall nochmal nachkaufen, weil für mich hält es sehr, sehr lange und sehr gut und es riecht halt gut und ich mag es und. Ja, würde ich mir irgendwann nochmal kaufen. Aber ich muss erstmal ein paar andere Parfüms leer machen. Ich habe jetzt auch gerade eins von meiner Mom bekommen. Das hat sie selber geschenkt bekommen. Das war auch eins von Donna Karan, das Be Delicious. Aber nicht in der grünen Variante, sondern in so einer pinken Variante. Das ist irgendwas mit Blumi. Klärchen träumt. Und das mochte sie vom Duft her nicht. Das steht jetzt bei mir. Und ja, deswegen, also ein Parfüm leer gemacht, eins ist eingezogen und naja, dann brauchen wir halt den Rest jetzt auf. So, dann machen wir mal ein bisschen Augenmasken. Zweimal die, Balea Q10. Halten jetzt erstmal nicht nachgekauft, habe mir andere gekauft, habt ihr im Haul gesehen. Die finde ich aber nach wie vor sehr, sehr, sehr gut und die kosten für 6 Stück, also 6 Anwendungen kosten 3,55. Also ist völlig in Ordnung. Dann habe ich nochmal von Isana diese Augentuchmaske gemacht. Ja, mag ich auch. Sie habe ich auch wieder nachgekauft. Und von Action die Cucumber Under iPads. Finde ich auch sehr gut. Ja. So, und dann gab es Masken. Und Badezusätze. Ja, machen wir mal schnell die Masken. Einmal von The Beauty Dab, die Hola Aloe Vera. Viel Feuchtigkeit diesen Monat. Weil ich oder im Juli halt viel auch draußen war, viel am Strand und so. Dann die After Sun Maske, die war auch richtig gut, die kam auch von Action, alle Action Masken, ne? Also auch die hier. Oh, einer ist mir gerade abgehauen, ist aber nicht so schlimm. Die sind einfach toll, die sind wirklich toll, die von Action, die Masken. So, komme ich da jetzt so ran? Mit. Komm ich. Moment. Oh, so, machen wir auch mit der gleich weiter, die sich jetzt hier vordrängen musste. Die Watermelon Glow Sleeping Mask. Ja, war nett. Aber hat keinen Wow-Effekt gemacht. Hat nur die Haut mit gut mit Feuchtigkeit versorgt. Und nächsten Morgen hatte ich das Gefühl, dass die Haut so ein bisschen frischer und wacher aussah. Aber dass sie jetzt so einen Wow-Effekt gemacht hat, nö, das war nicht. So. Dann auch von Action die Bubble Cheat Mask. Ja, mochte ich auch sehr. Würde ich mir auch wieder nachkaufen. Die von Action, die sind günstig und die machen guten Job. Also Preis-Leistung stimmt da einfach total. Dann habe ich noch einmal die Tony Moly I Am Pearl Maske gemacht. Fand ich auch sehr gut. Würde es die nochmal irgendwann bei Thomas Phillips für einen guten Preis geben, würde ich sie mir kaufen. Aber nicht für volle 5 Euro oder was die kosten. Ja, und dann. Tuchmaske mit brasilianischem Schlamm. Das war meine letzte von Montagne Jeunesse. Ich weiß gar nicht, ob es diese Variante noch irgendwo gibt. Möglich, vielleicht bei Müller, aber bei Rossmann, DM oder ähnlichem habe ich die nie gesehen. Und zu Edeka gehe ich einfach zu selten. Die haben auch eine Riesenauswahl. Ja. Wer mir auf Instagram folgt, weiß, dass Frau Fuchs ein Date gehabt hat am 14. Juli. Und ich war den Tag sehr, sehr aufgeregt und weil es halt für mich ein besonderer Tag war, habe ich eine Maske gemacht und zwar die.
Da habe ich eine Fuchsmaske ausprobiert. Und ja, das war ein wunderbares Date. Das kann ich soweit hier, glaube ich, sagen. Und wir haben uns danach jetzt schon wieder dreimal getroffen. Und wir gucken mal, wo die Reise hingeht. Ja, so ganz so viel möchte ich dazu auch einfach nicht sagen. Außer vielleicht, dass ich diesen jungen Mann schon eine lange Zeit kenne. Jetzt im November sind das 14 Jahre. Das ist echt krass. Das ist eine ganz, ganz lange Zeit, die wir uns halt schon kennen. Kommt halt aus meinem Freundeskreis. Und ja, auf jeden Fall mag ich es, Zeit mit ihm zu verbringen. Und er mag Zeit mit mir verbringen. So, und mehr sagen wir dazu jetzt erstmal nicht. Genau, kümmern wir uns hier um die Geschichten. Und zwar, ich war ein bisschen baden mit einer Sache, die es gar nicht mehr gibt. Leider, leider, leider. Dreamy Holiday Feeling von Dragon Moon. Ich liebe die Dragon Moon Badeschäume. Das war jetzt mit Lemon und Aloe Vera und das Badewasser war so blau wie die Verpackung. Einfach nur großartig. Und würde es das nochmal geben, ich würde es mir sofort kaufen. Ja, und dann die zwei. Das habe ich mir wieder nachgekauft, weil ich das so toll fand. Mit Kokos und Limette. Also es riecht mehr nach Kokos als Limette. Also Cindy, wäre auch was für dich. Na, Badewasser war halt grün. Hier steht zwar drauf mit Glitzereffekt, aber habe ich nicht festgestellt. Es hatte sogar geschäumt und der Duft war langanhaltend und der war toll. Und auch bei dem Sinnesreise Südseeparadies mit Mango und Papaya. Also, ich bin kein Fruchtkorbmädchen. Aber das war ein ganz dezenter, fruchtiger Duft. Und wenn das dezent fruchtig ist und nicht so bam in your face ist, dann mag ich das auch. Und das hat mir gut gefallen. Und die Verpackung, ne? Und das Badewasser war in dieser Farbe, also so peachy pink. Richtig, richtig schön. Hat auch leicht geschäumt, aber Glitzer habe ich halt nicht gesehen. Ja, würde ich mir beide auf jeden Fall nochmal nachkaufen. Vielleicht gehen die auch irgendwann aus dem Sortiment und ich sehe das, dann würde ich da auf jeden Fall nochmal zuschlagen, weil so Badezusätze gehen halt immer. Und die Winterzeit kommt und dann kannst du auch mal mit was Fruchtigem baden gehen. Bei mir zum Beispiel im Winter muss es nicht immer alles nach Keks und Schoki und so riechen. Wäre ich eher nicht so ein Freund von. Aber egal. So, dann aussortiert. Make-up-Eye von Evelyn. Mag ich nach wie vor. Wurde jetzt halt zum Gehen. Ich habe mir eins von Real Techniques gerade gekauft. Bei Rossmann. Also meine Mom wohnt ein bisschen weiter weg von mir. Und der Rossmann, der ist halt nie überlaufen. Ich sag immer, das ist so ein Rentnerviertel. Ne? Da gehen so ältere Menschen halt einkaufen. So über 50 plus. Und deswegen gibt es da halt auch immer so noch besondere Sachen bei denen im Rossmann. Unter anderem war das so eine Art Weihnachtskugel von Real Techniques. Und da war ein Schwamm drin. Und das Ding hat bei Rossmann, das ist aber schon ein bisschen her, hat nur noch 2,50 € gekostet. Da konnte ich einfach nicht vorbeigehen. Weil so ein Ebelin-Ei kostet 2,45 € und die von Real Techniques sind gut, die sind wirklich gut. Die von Ebelin sind auch gut, aber Real Techniques, ihr versteht. Auf jeden Fall für 2,50 € habe ich das dann mitgenommen und deswegen habe ich jetzt eins von Real Techniques. Ebelin würde ich mir aber immer wieder kaufen. Genau. So, dann habe ich noch was aussortiert und zwar ein paar Nagelfeilen. Im Haul habt ihr gesehen, dass ich mir ein paar nachgekauft habe. Die hatte ich mir damals auch bei Amazon gekauft, ne? Und die ist jetzt runter. Ja. Die war gut, die war wirklich gut, mit der konnte man gut kürzen. Würde ich mir auch durchaus irgendwann nochmal nachbestellen. Und dann die beiden von Essie, die waren irgendwann mal im Kalender. Eine zum Kürzen auch und dann so eine, wo man seine Nägel so ein bisschen mit polieren konnte und dann, dass sie so glänzend sind und so. War halt in Form einer Nagellackflasche richtig, richtig niedlich. Hat mir gut gefallen. Ja, hat funktioniert. Ne? So, dann habe ich noch eine Handcreme leer gemacht. Die hatte ich von dir, Cindy. Granatapfel-Regenerationshandcreme mit Granatapfel. Aber die hat so einen leichten Naturkosmetikduft und das mag ich einfach nicht. 10 Milliliter stand im Homeoffice. Die Pflegewirkung war gut, gar keine Frage. Und auch der Granatapfelduft war gut. Aber im Endeffekt kam dann immer so ein bisschen von diesem Naturkosmetikduft und das mag ich einfach nicht. Ja, würde ich mir deshalb nicht nachkaufen. So, habe ich noch zwei Nagellackentferner leer gemacht. Einmal Isana Nagellackentferner extra stark. Da steht noch drauf Limited Edition. Jetzt nicht mehr. Ich gehe davon also aus, dass der ins Sortiment gekommen ist. Das finde ich großartig.
Mag ich sehr, würde ich mir immer wieder nachkaufen und auch den Ebelin Nagellackentferner für intensive Farben. Ja, der kann zwar kein Glitzer und so, aber der kann halt so pink, schwarz, rot, blau, also was wirklich farbintensiv ist. Und ja, der kostet 49 Cent und der 1,49 sind jeweils 125 Milliliter drin. Funktionieren beide ganz gut, ne? Für das, was sie tun sollen. So, muss das wieder reinstellen. Ja, und dann haben wir noch drei Duschgele. Also nein, ein Duschschaum und zwei Gele. Duschschaum, Body and Soul Wellness Japan Spa Tradition Duschschaum mit Lotusblütenextrakt. Das habe ich ja immer nur benutzt, wenn ich ein Date hatte oder wenn ich mich halt mit einer besonderen Person getroffen habe. Ja, und jetzt habe ich aufgebraucht, weil war halt schon Ewigkeiten bei mir in der Dusche. Ich habe es ja noch aus der alten Wohnung angefangen, mitgeschleppt hierher quasi. Und richtig, richtig gut. Wenn es das irgendwann noch mal geben sollte und wie gesagt, ich nächstes Jahr zum Möhnesee komme, dann würde ich mir den auf jeden Fall nachkaufen. Dank Sabrina habe ich ja noch ein paar Duschgel und eine Bodylotion und jede Menge Handcreme und bin damit sehr, sehr happy. Ich liebe einfach diesen Duft. Also davon können Sie auch gerne ein Parfüm rausbringen. Ich finde es toll. Mag ich sehr. Die beiden Duschgele liebe ich auch. Einmal das After Sun Duschgel von Balea. Das riecht unglaublich gut und es bleibt so lange auf deiner Haut. Und das ist Sommer, Sonne, Cocktails, Strand. Hübsche Jungs, ja. Liebe ich sehr. Mag ich, würde ich mir auch immer wieder nachkommen. Ich glaube, ich habe noch eins im Backup. Und von Fa das Divine Moments Duft von Wilden Kamelien. La Vie Belle von Fa quasi. Die Verpackungen sehen jetzt anders aus. Ich habe aber noch eins in dieser Variante im Backup. Und ja, ich benutze das ja auch durchaus zum Haarewaschen und so. Und es hält sehr, sehr lange auch auf der Haut. Und ja, würde ich mir immer wieder nachkaufen. So, und dann machen wir jetzt noch dekorativ und dann sind wir quasi durch. Ich habe so ein kleines Fixing-Spray von MAC leer gemacht, dieses Prep and Prime. Ja, habe ich mal von Sabrina bekommen. Hat mir sehr gut gefallen, hat das Make-up schön fixiert, hat einen ganz angenehmen Duft. Auch hierdurch war der Sprühnebel total super. Vielleicht irgendwann in groß, wenn ich den ganzen anderen Kram aufgebraucht habe. Ja, dann habe ich leer gemacht von Clinique die BB-Cream mit Lichtschutzfaktor 30. Die ist sehr dunkel, aber dadurch, dass ich ja jetzt viel draußen war, den Urlaub halt genutzt habe, um wirklich rauszugehen, habe ich ein bisschen Farbe bekommen. Jetzt passen die auch die Sachen halt. Würde ich es mir nachkaufen? Nein, weil dafür fand ich sie nicht gut genug und ich mochte auch die Konsistenz nicht, weil die doch schon ein bisschen ölig war und ja, die hat jetzt auch nicht irgendwie, also von der BB-Cream erwarte ich nicht, dass sie deckt, sondern einfach nur, dass sie die Haut so ein bisschen ebenmäßiger macht. Aber irgendwie sah das alles ein bisschen cakey aus, ja. Deswegen, also ich würde es mir in groß nicht nachkaufen. Aber so eine Probegrößen sind echt gut, um Dinge auszuprobieren. Ärgerst dich halt nie, wenn du dann das nicht so gut verträgst. So, und dann haben wir noch drei Nagellacke. Einmal von Essie, den Strong Start. Würde ich mir immer wieder nachkaufen, habe ich auch schon. Dann so ein Nuding in der 412 Coming Together. Und den schwarzen von Essence in 46 Black is Black. Ja, auch den würde ich mir immer, immer wieder quasi nachkaufen, weil die sind eigentlich ziemlich gut. Hab mir jetzt ja aber den anderen gekauft, hab den im Haul gesehen. Und die Mascara, die Better Than Yours, habe ich auch mal wieder aufgebraucht. Ihr Lieben, das war mein kleines, aber feines Aufgebraucht-Video. Ich werde das jetzt alles wegschmeißen und sortieren. Und dann wieder fleißig für euch sammeln. Ich sage euch vielen lieben Dank fürs Zusehen und ich freue mich, wenn ihr dann auch beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bye, eure Foxy.